Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geheimakte 2 Puritas Cordis. Hier ist Sigoretti. Und in der letzten Folge ist es uns gelungen, das Motorboot herzustellen. Nichtsdestotrotz ist es mir immer noch nicht gelungen, hier mit der Landkarte und der Kamera was zu machen. Ich kann das nicht miteinander verbinden. Tagebucheinträge hatte ich, glaube ich, auch vorgelesen. Jawohl, mehr gibt es im Augenblick nicht. Ich weiß hier noch nicht so ganz weiter. Was kann ich machen? Was kann ich vor allen Dingen mit dem Anzug hier machen? Der macht noch einen ganz passablen Eindruck. Was auch immer. Kann ich mir die Landkarte nochmal ansehen? Auf der Landkarte sind auch die Orte verzeichnet, die ich auf den Straßenschildern gelesen habe. Sogar dieses Gatineau, von dem David Corell gesprochen hat, ist nicht gerade ein Katzensprung, aber immerhin leicht zu finden. Einfach immer nur Seine aufwärts. Ist das dein Ernst? War das etwa die Lösung? Haben wir jetzt... Nein, mit David Corell kann ich sie nicht anwenden. Das ist ein bisschen komisch. Kann ich mit ihm nochmal reden? Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. Gatineau. Das Boot ist repariert und wir wissen auch ungefähr, wo wir sind und wo wir lang müssen. Wir können also los. Ja, ich bräuchte nur noch trockene Kleidung. Mit den nassen Klamotten hole ich mir sonst ganz schnell den Tod. Wohl wahr. Ich schau mal, ob ich was für Sie finde. Das wäre nett. War die Lösung wirklich so einfach? Ich werde mich dann mal wieder den noch ausstehenden Aufgaben zuwenden. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber... Schon okay. Sie helfen mir ja als Strandabschnitt-Wechselgehilfe. Ja, super. Möchte also trockene Klamotten. Hier, ich habe da so einen tollen Anzug für dich. Hier, schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar hübsche trockene Klamotten für Sie gefunden. Na gut, hübsch ist übertrieben, aber zumindest trocken sind sie. Sie würden auch prima eine fürsorgliche Ordensschwester abgeben. Ah, danke. Na, jetzt übertreiben Sie es mal nicht. Ziehen Sie sich lieber gleich um. Ich werde auch nicht hinschauen, versprochen. Das ist aber nett von dir. Ja, schon guck. Viel besser. Ja, der junge Mann ist auch wieder trocken. Was ist denn jetzt? Wollt ihr ins Boot steigen? Sieht so aus, als wäre es startbereit. Wenn der Vikar jetzt keine Einwände mehr hat, dann können wir los. Also nochmal mit dem Vikar reden, ja? Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich zwar noch etwas schwach, aber es geht schon. Wir können los, junger Mann. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Aktueller Standort, Karte für das Ziel, ein halbwegs fahrtüchtiges Boot und trockene Klamotten. Ja, ich denke, wir können uns auf den Weg nach Gatineau machen. Hoffentlich finden wir dort die gesuchten Hinweise. Ja, das hoffe ich auch. Na dann, auf, auf. Oh, Gott sei Dank. Und das Boot ist tatsächlich seetüchtig. Guck, da sitzt da unser Begleiter. Oh. Mein Gott, das ist aber auch... Schau erst mal an, was da für eine Fontäne entsteht. Oh Mann. Inzwischen in Indonesien. Na toll. Ganz schön dunkel hier drin. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Aber zumindest bin ich jetzt schon mal im Tempel und meinem Ziel, Sam zu befreien, ein gutes Stück näher. Oh, das klingt nicht schlecht, mein lieber Max, das klingt nicht schlecht. Ja, es ist dunkel hier, das stimmt. Ich kann auch sonst nichts erkennen, außer ein Lichtschimmer. Okay, gucken wir uns den als erstes mal an. Ein rötlicher Lichtschimmer. Woher der kommt? Keinen Schimmer. Weder einen blassen, noch einen rötlichen. Na, danke, Sam. Hier, benutz mal den Helm. Es werde Licht. So eine Helmlampe ist schon eine feine Sache. Finde ich auch. Und jetzt erkennen wir hoffentlich mehr. Eine Nische auf jeden Fall. Hier ist eine quadratisch geformte Nische in der Wand. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Vielleicht muss man wieder irgendwas hineinlegen. Das könnte sein. Das probieren wir später aus. Eine weitere Tür, durch die es vermutlich noch tiefer in den Tempel hineingeht. Kann man sie öffnen? Kein Griff, kein Schlüsselloch. Scheint wieder irgendeinen merkwürdigen Mechanismus zum Öffnen der Tür zu geben. Wahrscheinlich diese komische Nische, aber da einfach reingreifen tut er nicht. Leuchtstäbe? Nö. Warum haben wir Kanne mit roter Pampe immer noch? Ja, Bambusrohr. Nein, natürlich nicht. Können wir mit den Zeltstangen was machen? Nein, auch nicht. Ja, mit der Kanne, mit der roten Pampe mit Sicherheit nicht. Vielleicht die Beeren. Nein.
Was sind das überhaupt für Beeren? Weiße Beeren der unbekannten Art. Im Gegensatz zu Sam habe ich von Botanik leider nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Na gut, dann gucken wir uns erstmal die anderen Sachen an. Die Wandmalerei. Sieht aus wie moderne Kunst, dürfte aber vermutlich schon ziemlich alt sein. Guck mal, grün, rot, blau. Ich vermute mal, dass wir gleich mit den Farben irgendwas machen müssen. Aber erstmal schauen wir uns hier dieses antike Mischpult an. Hier befinden sich drei Reihen von Steinknöpfen mit vielen verschiedenen Symbolen. Sieht ein bisschen aus wie ein antikes Schaltpult. Können wir da was... Hier befinden sich drei Reihen mit jeweils 8 Steinknöpfen. In jeder Reihe darf man offenbar nur einen einzigen Knopf drücken. Drückt man einen zweiten, so springt der erste wieder raus. Welchen Knopf soll ich in der obersten Reihe drücken? Bestimmt. Ganz bestimmt. Ich werde da jetzt, glaube ich, erstmal so noch keine Knöpfe drücken. Aber die... Warte mal, ich will mir das nochmal angucken. Hier befinden sich drei Reihen mit welchen Knöpfen? Ja, ja. Die Symbole an sich kommen mir sehr bekannt vor. 8 Symbole? Warte mal, ich will mir... Wir hatten doch hier diese Planetenliste. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Das heißt, Sam war auf jeden Fall schon mal hier in dieser Höhle drin. Ist die Frage aber nach der Liste, werde ich jetzt auch nicht klüger sein. Nicht so wirklich. Schade aber auch. Guck dir nochmal die Wandmalerei an. Sieht aus wie moderne Kunst, dürfte aber vermutlich schon ziemlich alt sein. Wenn ich jetzt den grünen Ballon drüber ziehe, was passiert dann? Ich ziehe den Luftballon mal über die Helmlampe. Dann schau mal an. Um Gottes Willen, das könnten die Symbole sein. Rot. Bevor ich die Folie über die Helmlampe ziehe, werde ich den Luftballon mal wieder entfernen. Und die Flagge kommt. Tatsache, ist das blau. Bevor ich die Flagge um die Helmlampe wickle, nehme ich die Folie mal wieder runter. Oh, das werde ich mir doch niemals merken können. Um Gottes Willen. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist. Folgendes. Ich würde mir das, glaube ich, gerne einfach mal aufmalen. Ich fange mal mit dem Grünen an. Bevor ich den Luftballon über die Helmlampe ziehe, nehme ich die Flagge mal wieder runter. Zettel. Okay. Stift. Punkt. Strich. Strich nach unten, dann nochmal so komische V-Zeichen und ein Strich unten drunter. So. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Das ist halt so. Hatte ich erst... Ich weiß nicht, ist ja auch egal, die Reihenfolge. Bevor ich die Folie über die Helmlampe ziehe, werde ich den Luftballon mal wieder entfernen. Punkt. Also ein I ist das. Ein I, ein Strichmännchen-I. Das müsste es sein. Kann ich also... Oh Gott, meine Zeichnung. Wenn ihr das sehen könntet. Rot, bevor ja. Bevor ich die Flagge um die Helmlampe wickle, nehme ich die Folie mal wieder runter. Das ist ja noch konfuser. Strich, ganz großes V nach hinten. Strich drunter mit Haken. Strich mit Punkt und 2 Striche. Gott, werde ich das irgendwie hinkriegen? Ja, jetzt müssen wir nur die richtige Reihenfolge haben, ne? Vielleicht hilft uns da tatsächlich nochmal Sams Planetenliste. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein.
könnte das so passen. Also wenn das jetzt nach der Liste gehen würde, wäre meine erste Zeichnung tatsächlich das erste Symbol in der ersten Reihe, was weiß ich. Dann geht's weiter runter. Das wäre dann Juno mit der Aufzeichnung und Neptun. Ja, probieren wir's aus. Schlimmer als falsch kann's nicht werden. Hier befinden sich drei Reihen mit jeweils 8 Steinknöpfen. In jeder Reihe darf man offenbar nur einen einzigen Knopf drücken. Drückt man einen zweiten, so springt der erste wieder raus. Welchen Knopf soll ich in der obersten Reihe drücken? Ja, das wäre dann... Dieses hier, ne? Ja, das hier. Welches Symbol soll ich in der zweiten Reihe wählen? Dieses I, das wäre dann dieses hier. Was soll ich in Reihe 3 drücken? Ich hoffe, das ist richtig. Bin mal gespannt. Ich sehe das andere nicht. Ich sehe dieses letzte Symbol nicht. Das war das, das war das. Ist das das hier? Das sieht ein bisschen anders aus, oder? Nee, das ist es. Das ist es. Geschafft. Ja. Das Halleluja. Dürfte die Rückwand von dieser schrecklichen Fratze sein. Dementsprechend müsste ich mich jetzt direkt hinter Sam befinden. Sam? Was war das? Es kam direkt aus dieser schrecklichen Fratze. Aber es klang beinahe menschlich. Das kann nicht sein. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Das kann einfach nicht sein. Reiß dich zusammen. Du hast dir das nur eingebildet. Max, die Statue wirkt wie ein Megafon. Man kann dich meilenweit hören. Deine Stimme ist zwar extrem verzerrt, aber die Wache merkt trotzdem, dass es eine menschliche Stimme ist. Und wenn der Typ Verdacht schöpft, haben wir ein Problem. Aber solange wir das Überraschungsmoment noch auf unserer Seite haben, sollten wir das ausnutzen. Zu zweit werden wir den Typen ja wohl packen, oder? Na, da bin ich ja mal. Ich habe keine Ahnung, wie Max es durch den Hintereingang des Tempels geschafft hat, aber mit ihm zusammen hat sich meine Lage deutlich verbessert. Trotzdem, die Wache ist bewaffnet und sein Kollege hängt hier auch noch irgendwo rum. Wir müssen also extrem vorsichtig sein. Klar doch, du Liebe. Oh, gab es einen Tagebucheintrag? Nee, das ist ja nur Hilfe, aber ich guck trotzdem... Ah, wir können auf Max zwischendurch einfach wechseln. Kompass. Das ist jetzt das Inventar von Sam. Wir könnten auf Max wechseln. Ich möchte aber gucken, gab es einen Tagebuchantrag? Das Ende der Welt? Nee, das hatte ich schon vorgelesen. Nein, gab es nicht. Es gibt nur diese Rätselhilfe. Jetzt sitze ich hier mit Sam... Und könnte mit der Wache sprechen, das Feuer mir angucken, da kann ich reingreifen. Solche Schreckgestalten sollen die bösen Geister von dem Tempel fernhalten. Bei meiner sympathischen Wache hat es leider nicht wirklich funktioniert. Na, schauen wir mal. Unter der Fratze befindet sich ein Loch. Dahinter ist es stockdunkel, sodass man nichts erkennen kann. Nichts drin. Selbst mit Max im Hintergrund, mit der Lampe auf der Stirn? In der Schale sind Bananen, Orangen und Himbeeren. Die ersten beiden sind ja hier nichts Besonderes, aber ich frage mich schon, woher sie die Himbeeren haben. Eingeflogen. Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Harry ist irgendwie ein bisschen zickig, die Frau, ne? Das Lagerfeuer wurde fachmännisch aufgebaut. Die Wache scheint sich also mit sowas auszukennen. So ist es. Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Ja, natürlich, junge Frau. Keine Ahnung, was das mal für ein Tier war, aber es scheint da schon etwas länger zu liegen. Ein Strauch mit weißen Beeren. Auf die Entfernung lässt sich aber schwerlich sagen, um was für Beeren es sich handelt. Aber du kennst dich doch mit Botanik aus. Da sagst du bestimmt wieder das Gleiche. Pass auf. Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Ach schön. Haben wir uns jetzt hier wirklich alles angeguckt? Scheinbar ja, bist natürlich auf die Wache... Ich habe auch nichts übersehen. Nein? Nein. Gut, dann reden wir mal oder gucken wir uns mal die Wache an. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Dass er mich hier gefangen hält und sein selbst für Männer abartiger Klamottengeschmack. Weißt du Bescheid? Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Oh, wir können ihn einmal nach der Fratze und nach dem Obst fragen. Erstmal nach der Fratze. Sie haben wirklich ganz schön Schiss vor dieser Fratze, oder? Ich? Quatsch.
Na, na, na! Nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und sie für ihre Sünden bestrafen. Hör auf! Hör sofort auf damit! Ich will davon nichts hören! Die Fratze wird mir nichts tun. Das hoffe ich wenigstens. Bitte lass mich in Frieden mit diesem schrecklichen Ding. Nein, niemals. Wie wär's mit einem bisschen frischen Obst? Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Eine Orange hätte ich gern. Eine Orange wäre toll. Ja, Orangen sind richtig lecker. Ich werde gleich mal eine essen. Wie? Moment, du hast mir keine Orange gegeben und die selber gefuttert? Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Gibst du mir Könnten anderes? Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Der gibt mir doch von allem nichts, oder? Ich hätte gerne eine Himbeere. Eine Himbeere? Geht leider nicht. Sind nur noch wenige da. Und eine davon werde ich jetzt essen. Aber bist du ein freundlicher lecker. Geselle. Ich befürchte, auch die Banane wird er uns nicht geben, oder? Ich meine, ich muss es ausprobieren. So leid es mir tut, ich muss es ausprobieren. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Könnten Sie mir... Was soll's denn sein? Ich überspringe einfach mal die Gesprächsoptionen, weil die sind ja immer die gleichen. Könnte ich vielleicht eine der Bananen haben? Nein, aber ich werde mir mal eine gönnen. Toll. Toll. Du bist so ein Blödmann. So ein fiesen Möb. Nichts drin. Nichts drin. Das heißt, wir können da was reinlegen. Können wir da einen Kompass reinlegen? Max, ich habe hier was für dich. Ah ja, der Max hat jetzt den Kompass. Vielleicht ist ja der Kompass des Rätsels Lösung. Ich spring mal auf Maxi. Max, pass auf, nimm mal... Ich nehme das Zeug mal wieder von der Helmlampe runter, falls ich es noch für andere Sachen brauchen sollte. Ja, wer weiß. Aber die Helmlampe möchte ich bitte, dass du sie aufsetzt, damit ich ein bisschen was sehe hier. Gut, was können wir sehen? Die Rückseite der furchteinflößenden Fratze. Aus dieser Perspektive wirkt sie glücklicherweise eher unscheinbar. Okay, pass auf, wir haben von Sam einen Kompass hoffentlich gekriegt, haben wir. Können wir den hier reinlegen? Nein, natürlich nicht. Also der Kompass ist auch nicht des Rätsels Lösung. Können wir Sam vielleicht ein paar Dinge geben? Ich gebe hier mal den Kompass zurück. Psst. keine Ahnung, können wir ihr noch mehr geben? Zum Beispiel die Zeltstangen. Vielleicht kann sie damit ja den Kerl erschlagen, rücklings. Oder mit dem Bambusrohr passt das auch? Das ist ja unglaublich. Was können wir ihr denn noch alles geben? Wahrscheinlich können wir ihr alles geben hier. Psst. Ist unglaublich. Ich kann ihr tatsächlich alles geben. Aber was zur Hölle? Was? Dafür ist das Loch zu klein. Ah, dafür ist das Loch dann wiederum zu klein. Psst. Dafür ist das Loch zu klein. Naja, für die Rafflesia ist das Loch auch zu klein. Die bunten Sachen, den bunten Luftballon. Psst. Jetzt haben wir gleich Sams Inventar zugemüllt, egal. Psst. Oh mein Gott, das wird ja immer mehr. Psst. Pass auf, Sam, möchtest du vielleicht noch ein Foto von unserer Ex? Nein, ich habe schon die echte Nina verloren. Das Foto gebe ich nicht auch noch her. Oh, das ist süß. Okay, hier, vielleicht ein Planetensystem. Psst. Tatsächlich. Oh Mann, ich hoffe, ich brauche die Sachen nachher nicht noch. Nee, den Helm will ich nicht abgeben, eigentlich nicht. Dafür ist das Loch zu klein. Gott sei Dank, das nicht. Den Helm können wir aufbehalten. Ja gut, jetzt hat Sam alles. Mal gucken, was die gute Sam damit anfangen kann. Ja. Der hat mir schon aus vielen schwierigen Lagen geholfen. Aber aus dieser scheinbar nicht. Leicht verbogene und zum Teil angesenkte Zeltstangen. Ich vermute, die hat Max aus dem Lager mitgenommen. So ist es. Ein langes und ausgehöhltes Bambusrohr. Hm. Zwei Leuchtstäbe stammen vermutlich aus meinem Rucksack. Entschuldige, dass wir an deinem Rucksack dran gegangen sind. Ich weiß nicht genau, wie diese Bären heißen. Ich weiß nur, dass die Einheimischen sie benutzen, um sich für ihre rituellen Tänze in Trance zu versetzen.
Ah, halluzinogene Wirkung, hä? Will Max mir etwas damit sagen, dass er mir einen Luftballon zusteckt? Na, auf die Erklärung bin ich dann aber mal gespannt. Okay. Rote Folie. Max hat sich anscheinend sehr gelangweilt. Die blaue Flagge, die im Lager wehte. Wie gut, dass Max nicht weiß, was das für eine Flagge ist. Oh, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Die von mir angefertigte Planetenliste. Ja, die hat uns sehr geholfen, junge Frau. Meine Übersetzung der Inschrift an der Tempelrückseite. Offenbar konnte Max damit mehr anfangen als ich, sonst hätte er es ja nicht in den Tempel geschafft. Weißt du Bescheid. Nicht schnuckelig, sondern auch verdammt clever. Weißt du Bescheid. Ja gut, was kann ich damit machen? Können wir die Stangen? Nein, können wir nicht. Können wir auch nicht mit dem Obst und mit sonst auch nichts verwenden. Außer mit dem Loch. Das heißt, wir würden es Max wieder zurückgeben. Einfach die Leuchtstäbe ins Feuer werfen ist auch nicht des Rätsels Lösung. Aber wir können sie Max ebenfalls zurückgeben. Ah ja. Einmal genau zielen. Vielleicht schaffen wir das ja, ihnen damit was zu essen zu geben. Ein halluzinogenes Zeug. Super, junge Frau, du bist gut. Dann reden wir doch mal mit ihnen. Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Ja, guck, diese kleinen, tollen, weißen Beeren, die du da hast, die du wahrscheinlich selber essen wirst. Wie wär's mit einer dieser leckeren, weißen Beeren? Kenn ich nicht. Und was ich nicht kenne, esse ich nicht. Und du bekommst auch nichts. Okay, schade aber auch. Ich dachte, das wär's jetzt gewesen. Aber wenn ich dann so auf meinen Wecker schaue, würde ich sagen, weiß ich, was jetzt genau kommt. Nämlich das Ende dieser Folge. Ich glaube, einiges ging also von den Rätseln her, aber ich hatte ja schon vermutet, dass ich irgendetwas mit diesen Farben machen muss in den Folgen zuvor, weil warum sollten wir das alles mit dem Helm verwenden können und so farbliche Sachen da zu haben. Von daher fand ich das Rätsel nicht so schwierig, aber das hier ist jetzt offenbar ein bisschen komplexer. Okay, bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!